Vielleicht schläft er hier ja auch unterirdisch. Dann hätten wir jetzt nochmal die Chance. Ich wundere es eh, dass er mich noch nicht entdeckt hat. Also muss er schlafen. Ja, da sehen wir die Blasen. Der bläst sich selber ein. Und wunderschön, die Sachen hängen raus. Das gefällt mir doch schon mal. Allerdings kann ich hier nicht sammeln. Fuck you too. Gerade konnte ich's noch. Jetzt, wo du mich nicht bemerkst, geht's nicht. Ihr zwei stört schon mal. Stand ich daneben? Nee, eigentlich nicht, ne? Egal, warte. Wo ist er? Natürlich, schwimm von meiner Falle weg. Wunderschön, warum sollte man da auch, wenn man direkt runterschläft, dann einfach hochkommen? Ich meine, jeder, der aufwacht, kommt nicht erstmal nach oben. Nein, man wendet sich in sein Bett, zieht sein Bett einmal durch den Raum und dann steht man erst auf. Ja, nee, ist klar, Gobul. Ist völlig in Ordnung von mir aus. Kann ich den hier vielleicht auch noch ausweiden? Komm, ich will den du drauf. Ja, genau dich, sehr schön. So, beim nächsten Mal weiß ich es besser. Ich hätte nicht einfach rangehen sollen wie so ein beklopptes Huhn, was sich denkt, jetzt fange ich auch mal ein Korn. Und ja, ich fange ein Korn. Wenn es mir in der Bar zugeschmissen wird, dann fange ich es. Dann werde ich es nicht sammeln, weil dann müsste es einmal auf dem Boden gewesen sein. Und dann den Korn noch aufzusammeln, das ist schwierig. Und dann hoffe ich einfach mal, dass ich so die Barthaare relativ gut bekomme. Ey, da ist Luft und ich komme an die Luft nicht ran. Stimmt, im Portable Third konnte man ja hier auch noch durchlaufen, ne? Genauso wie die Monster. Boah, das waren noch Zeiten, da habe ich hier einen Boldrome getötet. Wow, lange ist es her. Portable Third ist tatsächlich das Monster Hunter, was ich am längsten nicht mehr gespielt habe. So, wir haben erstmal eins bekommen. Sehr schön. Questbelohnung. Eins von vier. Meine Güte, machen wir Fortschritte. Gut, für euch ging es wahrscheinlich jetzt noch relativ schnell. Für mich hat es jetzt eine Weile gedauert, weil ich bestimmt eine Weile im Internet gesurft bin, um irgendwas zu finden. Nur um es dann kurz bevor ich es euch erzähle, wieder zu vergessen. Oder Bullshit mit unterzumischen. Also wie immer von mir, solange ihr nicht seht, dass ich es bekomme, keine Gewähr auf irgendwelche meiner Angaben. Nur um das nochmal kurz so nebenbei mit zu erwähnen. Nicht, dass irgendjemand dann zu seinen Freunden rennt und meint, der Venu hat das gesagt, das stimmt definitiv. Nein, es stimmt nur definitiv, wenn es auch wirklich im Video passiert ist. Alles andere ist immer eine vage Aussage. Schon allein weiß ich rein. Eine vage Aussage. Und so einfach ist das. Nein, ich will nicht die Dringende. Ich will immer noch da die das Unfalluntersuchung. Die Unfalluntersuchung, das Unfall, genau. Oder die Unfall, gegebenenfalls auch der Unfall, kommt dann auf das Geschlecht des Kindes drauf an, muss man dann spontan entscheiden. So, wir nehmen mal wieder die Schallbombe mit, das hat ja vorhin so formidabel geklappt. Und genau, dann probieren wir es jetzt einfach, weil es so schön war, direkt noch einmal. Ich habe auf jeden Fall Fallen mit zum Nachkombinieren von vorhin. Das heißt, wir können ihn auch noch mal fangen. Und jetzt versuche ich ihn mal ein bisschen besser zu finden. Im Sinne von, während seine Barthärchen draußen sind. Das ist er zum Beispiel nicht. Das ist einfach nur Luft. Kann man eigentlich am besten nachtesten, wenn man es nicht sieht. Wenn der Fernseher zu schlecht ist oder die Augen nicht gut genug oder man halt zufällig Silu heißt. Dann kann man das halt ausprobieren, indem man durch die Luftblasen durchschwimmt. Beim normalen Gobul sollte man eigentlich nichts bekommen. Also keine Luft zurück. Weil das ist ja einfach nur CO2. Das sollte nicht den Sauerstoffvorrat mit O2 füllen. Und ja, das C davor, das stört. Manchmal ist weniger halt tatsächlich mehr. So, und bist du denn jetzt gerade hier? Ja, guck mal, da hinten ist er. Das müsste er sein. Also müssten wir jetzt auch ein Barter bekommen. Yes! Sehr schön. Kayama, Chacha, bitte bleibt ruhig. Wir brauchen noch ein paar. Sehr schön. Und ein drittes bitte noch. Och, komm schon. Nein, nicht nett. Hab doch sogar weggeguckt. Warum ist Chacha nicht verwirrt? Was zur... Egal. Fuck it.
Chacha hat die Augen zugemacht. Die alte Maske ist so verrostet, da sieht man nichts durch. Geht in Ordnung, bin ich auch für. Find ich schön. Höchstwahrscheinlich ist Chacha einfach gemäut. Ich meine, ja, jetzt Chacha, der ist so episch, der kriegt das hin. Jetzt, genau, jetzt kann ich das gleich mal ausprobieren. Wenn wir einmal beim Ausprobieren sind beim Gobul, das Monster, was ich hier gerade so am meisten hasse, oder am wenigsten kann, kommt auf selbe hinaus, können wir da gleich mal ausprobieren, wie man denn am besten Sachen macht. Erstmal lassen wir ihn wunderschön staggern. Im Sinne von, wir gehen jetzt ein bisschen verstärkt genau auf dich. Ich springe da aber auch immer viel zu früh weg. Komm schon, wirf! Das war zu spät. And you failed! Aber gut, ich will jetzt mal wissen, ob das wirklich funktioniert oder ob ich euch dann wieder Dünnpfiff erzählt habe. Wie gesagt, Luft weg und so, oder kommt noch mehr Dünnpfiff raus als sowieso? Wenigstens kommen ein bisschen Reime. Und ja, bei mir reimt sich jetzt automatisch alles, was irgendwie ansatzweise Sinn ergibt. Komm, grab dich ein. Ich weiß, du willst es. Nein, nicht dein Kiefer wieder einrenken. Einfach bloß eingraben. Komm schon, mein guter kleiner Gobul. Dusch für mich. Wenn ich jetzt anfange mit Schießen, macht er es definitiv. Hier, ich zeig's euch. Seht ihr? Seht ihr? Ich hab's euch doch gesagt. Und es funktioniert. Sehr schön. Wie beim Diablos. Und jetzt kann man halt hier wunderschön vorne auf die Leuchte gehen. Nicht lange, nicht so lange wie beim Diablos, aber grundsätzlich kann man es erstmal machen. Und dabei halt die Laterne vorne kaputt machen, wenn man ansatzweise gut trifft. Apropos ansatzweise gut treffen. Ich habe hier ein bisschen Crack für dich. Ich hoffe, du bist ein bisschen süchtig danach. Boing. Wutsch! Ich dachte eigentlich, du krebst dich ein und dann kann ich Boing Flutsch machen und dann bist du wieder draußen. Aber okay, dann machen wir es halt nicht so. Ich meine, du musst ja auch nicht zwangsweise immer auf mich hören. Nein, das wäre ja langweilig. Komm, halt mit deiner Laterne hin. Ich will mal wieder eine richtig große Leuchte sein. Du bist sowieso die ganze Zeit. Ich will auch mal. Schwimm doch nicht weg. Komm zurück, mein Gobul! Ah, wenn ich ihn so wunderschön halt rauskriegen würde, wie gerade eben, mit der Schallbombe, dann könnte ich den auch gut damit Crack beschießen. Also ich müsste das eigentlich hinbekommen. Der ist ja jetzt grundsätzlich wieder unter Wasser. Meine Barthaare habe ich. Das heißt, ich muss da... Nein, warte, eins fehlt mir noch, ne? Egal. Warte, ich hätte auch einfach warten können. Egal, er gräbt sich schon irgendwann ein. Früher oder später. Komm, tu es für mich. Ich habe hier ein sehr schönes Geschenk für dich. Ach, dann fuck you too, mach es eben nicht. Habe ich hier noch ein schöneres Geschenk für dich. Ein richtig Explo... Welcher von euch zwei Vollpfosten war das? Ich habe den Bumerang fast schon gesehen. Also war er auf jeden Fall da. Das hätte funktionieren können, wenn ich schneller gewesen wäre. Ja, ich bin gerade ein bisschen langsam, auch was das Reden angeht, das tut mir leid. Ich versuche gerade wieder ein bisschen zu Double-Time-Rappen, aber das wird eh nicht so gut. Gut, zieh dich weg von mir aus, geht in Ordnung. Also, nochmal Munitionswechsel und dann probieren wir es eben mit Streu. Wenn sonst nichts geht, dann muss das irgendwie funktionieren. Nein, das klappt auch nicht. Chacha Kayamba, mach doch mal was. Ich bin gerade wieder nicht in Hochform. Yes, Feuer unter Wasser. Oh, die ist doch kaputt. Oder bin ich da gerade ein bisschen verwirrt im Kopf? Wenn ich die mir genau angucke, die ist sowas von nicht mehr ganz. Okay, bin zufrieden. Alles schön, alles gut. Was machst du? Leute, geht mal aus dem Weg. Sehr nett, sehr schön. Wieder die ganze Zeit einfach nicht weiter weiß. Ich meine, ich mache auch die ganze Zeit Bullshit, aber der macht ja noch mehr Bullshit. Der ist nicht mal verwirrt, der hat ja sein Wasser. Ich mach's ja, ich habe jetzt einen Grund dafür, verwirrt zu sein. So wie der Schuss, der war komplett verwirrt ins Nichts. Aber der Gobul, der steht halt da und denkt sich auch, tralali, tralala. Ist das aber schön hier. Schau dir die Sterne an. Und ja, ich bin gerade ein bisschen so, I don't give a fuck mit Ausweichen.
Ich habe gesehen, wie schnell das vorhin ging. Habe jetzt noch Crack mitgeschossen und Streu und habe meine Barthaare so gut wie. Das heißt, der ist sowieso gleich tot, auch wenn ich hier nicht schnell Feuer gerade benutze. Dafür eine teure Munition. Irgendwie bin ich gerade ziemlich verschwenderisch. Damit sollte ich vielleicht aufhören. Ich glaube, ich versuche einfach mal zu fangen. Wird schon funktionieren. Am besten mit einer Fallgrube. Nein, nicht abhauen! Ich wollte dich doch hier fangen. Ach, egal. Das habe ich eh nicht. Ah, das meinte ich. Deswegen können wir es auch mal ganz schnell so machen. Mit etwas Glück bekomme ich halt gleich nochmal einen Barta irgendwie. Ich meine, 8%. Warum nicht? Lasset das Barta meins sein. Ich meine, ich bin ja des Öfteren mal so ein Lacker, also... Ne? Warum nicht gleich noch einmal? Ganz schön bei meiner Seite. Das wäre doch mal was. Aber gut. Wir wissen ja jetzt, der Gobul ist ziemlich gut darin, wegzuschwimmen. Habe ich den Beruhigungsschuss mitgenommen? Habe ich natürlich nicht, aber zum Glück noch 6 Bomben. Beruhigungsbömpchen sind auch in Ordnung. Muss ich aber meine erste Bombe irgendwie recht gut timen. Ich fand es eigentlich süß, wie der Gobul sich da eingegraben hat, nach dem Motto, ich schlafe jetzt hier. Deswegen würde ich ihn ganz gerne wieder auf den Boden fangen. Und treffe ich. Yay! Voll Honk. Super Voll Honk. Was ist los mit dir? Du stehst neben dem Scheißding. Willst du mich verarschen? Er schreckt hoch und selbst beim Hochschrecken trifft er nicht richtig. Och, scheiße, Lutruf. Geh mich in den Weg. Danke. Ah. Yay, 6 Bomben, okay, 4 Bomben verworfen. Das beruhigt aber meine Nerven. Und er ist nicht mal auf dem Boden. Wie schade. Aber wenigstens ist ein Lutruf tot. Leute, ihr seid viel zu aggressiv. Jetzt mal ohne Scheiß. Ihr beide, Kayama und Chacha, ihr seid viel zu aggressiv. Seid doch mal lieb zu den Wasserbewohnern. Gut, der eine wurde auch von mir mit einer Beruhigungsbombe abgeworfen. Ja, die hat auch voll in die Fresse bekommen. Geht klar, aber... Wieso? Müsst ihr auch so böse sein? Gerade du, du siehst ein bisschen aus wie Jigsaw. Bloß ohne Kettensäge. Also ein bisschen aus wie Jig. Oder vielleicht auch wie ein Jux. Was dann bloß ein kleiner Witz wäre, aber egal. Genug Gewurt gespielt, das wird um diese Uhrzeit eh nix. Also nicht um diese Uhrzeit, um diesen Sauerstoffzustand eh nix. Also das finde ich voll geil. Normalerweise muss ich mir immer wieder irgendwelche Gründe aus den Fingern saugen, warum ich Bullshit erzähle. Jetzt werden die mir sogar noch von der reinen Wetteranlage gegeben. Mir fehlt jetzt nicht tatsächlich ein Barter, oder? Ach, fuck you. Na gut, dann brauchen wir eben nochmal ein Barter. Ist ja jetzt nicht so schlimm. Kann man mal ganz, ganz, ganz schnell bekommen. Easy peasy. Nahkampfbeschichtung? Yay! Wir können die Nahkampfbeschichtung benutzen. Alter, das geht mir gerade selber ein bisschen auf den Keks. Dass ich meine Gedanken nicht in Worte verwandeln kann. Verwandeln oder verfassen kann. Hören? Get your things straight. Aber wie gesagt, ne? Solange ich einen Schuldigen habe und mögen es bloß die Sauerstoffmoleküle sein, ist mir das sowas von scheißegal, da bin nicht ich dran schuld. So, ich weiß ja jetzt, wie man es macht, das heißt, ich muss ihn nicht zwangsweise fangen, wir können jetzt tatsächlich noch einmal töten. Noch ein bisschen Geld hierfür ausgeben und dann kann ich auch direkt so, wie ich bin, gleich nochmal los. Ich irgendwo Scharfschütze vielleicht? Nein, leider nicht. Dann nehmen wir den Erheber. Mögen wir aus unserer Schande uns erheben, genau, und dem Feind ins Gesicht spucken. Am besten wir messen den Gobul, wir wiegen den Gobul und befinden ihn für nicht gut. Genau, du wurdest geboren, du wurdest gemessen, du wurdest gewogen und für nicht gut genug befunden. Ha! Und das flüstere ich in dein Ohr, Gobul, während du vor mir am Sterben lägst. Ha, 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 ha.
klingt irgendwie jetzt verrückter, als ich es geplant hatte. So als Filmzitat, aber gut, was soll's. Dann wird's nicht lange dauern, bis hier irgendwann eine Streife mit Tatütata vorbeikommt und meint, wollen Sie mal ganz kurz nur für 1, 2 Jahre in eine Gummizelle sperren. Das wird Ihnen gut tun. Vertrauen Sie mir. Ich bin sowieso überrascht, dass das bisher noch nicht kam. Ich meine, irgendjemand von euch hat es bestimmt schon mal versucht, dem Bescheid zu sagen, ey Leute, schaut euch mal den seine Videos an, der ist nicht klar in der Birne. Ich bin auch nicht klar. Ich bin auch keine Leuchte. Aber wenigstens habe ich eine lange Leitung. Fuck yeah. So. Ich hoffe mal, dass der Gobo jetzt nicht wieder direkt anfängt mit Schwimmen, sondern sich wie gerade eben, also nicht wie im vorletzten Kampf, sondern wie im letzten Kampf, hier noch so ein bisschen auffällt, genau dort so stehen bleibt, 1:1 dort, dann ein bisschen dumm tut. Ich finde es sowieso bescheuert, dass der einen überhaupt nicht bemerkt. Ich meine, es ist seine Taktik. Fuck you, dich brauche ich nicht. Es ist seine Taktik, Gegner anzugreifen, die sich exakt so über ihm befinden. Und was macht er? Er bleibt da liegen. Ich meine, wieso? Normalerweise würde so ein Monster verhungern. Der kann gar nicht überleben, wenn der das so macht. Ich meine, dafür ist das doch da. Natürliche Selektion. Damit eben solche beschissenen Sachen nicht überleben können. Oh, guck mal. Da ist ein potenzieller Fressfeind an meinem Haaren. Sollte ich jetzt hochschrecken und den essen? Ach nein, Quatsch. Lass mal ein bisschen sammeln. Ich meine, vielleicht braucht er es ja für eine Rüstung oder so oder eine Waffe. Ich meine, wer wollte sich selbst nicht schon immer verewigt sehen in einer Waffe oder in einer Sache? Gut, es ist jetzt nicht gerade die Vorstellung, seinen eigenen Arm im Großschwert wiederzufinden, aber wenn es den Monstern halt gefällt, dann lassen die Monster einen halt wahrscheinlich auch einfach mal absichtlich am Leben. Wäre zumindest für manche Aktionen, so wie die gerade eben, tatsächlich mal eine gängige Erklärung. Aber na gut. Ich denke, wir fügen denen jetzt noch eine alte Anglerverletzung an der Lippe zu, indem wir da oft genug durchballern. Am besten wäre es eigentlich mit Pürse, um da noch so. Nein! Okay, wenn ich ihn jetzt hätte getroffen. Hätte ich wahrscheinlich auch erwischt. Captain Obvious, nein, hätte ich wahrscheinlich auch rausgeholt. Aber so, seht ihr, schon wieder, ich stehe direkt vor dem und der macht seinen Angriff über mich. Warum habe ich Gobo nochmal für schwer befunden? Ich meine, der ist nun wirklich auch hier Pipifax. Ich muss Steam zustimmen, er hat recht, Gobo ist nicht so schwer. Ich nehme alles zurück. Nämlich bei der Quest mit dem Elfenbeinlagiakrus habe ich mich da mit dem schon gestritten. Da meinte ich, ja, eigentlich ist der Gobo hier das große Problem. Weil Lagiakrus ist ja eigentlich einfach. Und er meinte, na nee, eigentlich der Elfenbeinlagiakrus, weil Gobo ist einfach. Jetzt muss ich ihm auch noch zustimmen. Gut, er ist ebenfalls bei Gobo gestorben, also was soll's. Aber egal. So, zurück zum eigentlichen Geschehen. Wir haben jetzt schon an die 30 Schuss verbraten. Das ging schneller als vorhin. Das heißt, er wird jetzt genau langsam versuchen, aus dem Gebiet herauszukommen, genauso wie vorhin. Dann wird er nach ein paar Schüssen anfangen zu humpeln. Und dann haben wir ihn eigentlich auch schon so gut wie tot. Okay, ich weiß jetzt nicht, wie lange es vom Humpeln noch dauert, bis er tatsächlich tot ist. So weit waren wir ja bisher noch nicht. Aber es kann eigentlich nicht allzu lange dauern. Ich weiß tatsächlich nicht mehr, ob das hier eine normale Swiggy Swoody Coming for the Booty Bewegung ist. So, Shake that ass for me mäßig. Oder aber die normale Fortbewegung vom Gurgul. Wir werden es auch so schnell nicht mehr herausfinden. Zumindest in dieser Quest nicht mehr. Weil selbst wenn ich nur einen halben Fuck gebe und hier durch die Wasseroberfläche auf ihn ballere, also zumindest mit der Kamera, haben wir ihn immer noch wunderschön zum Staggern gebracht.